Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Ratchet & Clank Tools of Destruction Episode Nummer 18. Wir sind auf Cashew City angelangt. Gucken wir uns mal auf der Karte ein bisschen um. Da ist nichts tatsächlich, aber hier gibt es sehr viele schöne kleine Kisten. Sprich, ganz viel Kohle. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Oh, oh, Secret. Wo geht's denn hin? Mal im Ernst, wo geht's hin? Okay. Oh, okay. Unterirdische Gelatoniumfabrik. Gut. Hallo? Uff, was haben wir denn hier? Wollen wir die mal da vorne zum Tanzen bringen? Cool, cool, cool. So, die Frage. Oh, Level 2. Die Frage, bekommt man die hier auch klein? Ja, bekommt man. Okay. So, kommt mal her hier. Ihr werdet schön gegrillt. Okay. So viele Secrets. Mal gucken, was wir hier so alles entdecken werden. Da das jetzt nicht regulärer Weg ist, dürfte das definitiv interessant werden. So, was haben wir hier? Wo ist mein Gelee? Da. Hm, Gelee. Okay, lecker, lecker. Mal gucken. Okay, hiermit können wir nichts anstellen. Da oben. Mal gucken. Also ich cheese mich hier echt gut durch, ne? So, aber da vorne... Frage, muss ich jetzt da hoch oder muss ich da lang? Wie ist denn der Weg jetzt eigentlich geplant? Wie ist es intended? Was sagen die Entwickler? Ich muss hier hoch. Transmorpher-Bombe. Okay. Macht das hier? Gar nichts. Okay. Flammenwerfer. Wow, das war ein bisschen zu knapp gerade. Boah, warte mal, kann man hier drauf stehen? Ja, aber nicht verlangen. Dass ich das jedes Mal neu suchen muss. So, Transmorpher. Hm, leider keine Beschreibung dazu. Ist aber okay. Cool. Okay. Oh, hier brauchst du den Chili. Alles klar. Meinetwegen. Kann man hier noch irgendwas auschecken? Nö. Okay, das sind wieder diese Fressecke. Und das muss ich erstmal wieder aufkurbeln. Alles klärchen. Ah, da muss ich wahrscheinlich unter Zeitdruck dann darüber jumpen. Muss ich mir zumindest vorstellen. So, mal gucken. Oh, man kann die Viecher sogar darin fangen. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Das wusste ich wirklich noch nicht. Kommen die auch irgendwann wieder raus? Das wusste ich wirklich noch nicht. Das habe ich noch nie ausprobiert. Das war jetzt einfach random gerade. Aber nehme ich an. Ich gerne an. Cool. Sehr, sehr schön. Okay. So, wir wissen ja, dass mein Gelatinium-Kram ganz schnell den Geist aufgibt, deswegen schnell hoch. Und öffne die Tür. Bin ja schon gespannt, was wir hier entdecken werden. Mal gucken, was haben wir hier gleich? Ich muss erstmal hier hoch.
Boink. Ja, hier gibt es anscheinend nichts Interessantes. Ah, was ist das hier eigentlich immer? Und da geht's hier drauf zielen? Kann ich jetzt nicht. Oh, mich würde es trotzdem interessieren, was das hier eigentlich ist. So, wo geht's als erstes hin? Nach links oder nach rechts? Gute Frage. Erstmal da lang. Okay. Dann wäre einfach beste Kistenzerstörungskram. Oh, es war definitiv eine gute Entscheidung. Sehr schön. Ist da drüben noch irgendwas? Da drüben gibt es noch irgendwas. Da drüben ist aber eine Boltkurbel. Müssen also wahrscheinlich erstmal da drüben hin. Ich denke, das werde ich auch machen. Hallöchen, Zeit zum Grillen. Wer hat Bock auf Grillen? Grillfleisch ist lecker. Lecker Nackensteak. Oder ich fand der Bratwurst, das ist auch cool. Am besten die mit der Käsefüllung. Mag ich sehr gerne. Hallöchen. Nice. Huch. Jetzt. Hui. Sachchen. Genau, nur so kenne ich das eigentlich. Aber anscheinend könnt ihr sich doch irgendwann daraus rausfressen. Aber es ist cool zu wissen, dass das funktioniert. Das spart uns sehr viel Nerv auf jeden Fall. Könnte für spätere Szenarien nochmal wichtig werden. Weil ich weiß, es gab noch richtig nervige Bereiche. Perfekt funktioniert. So, was haben wir da oben? Ein Gegner. Okay. Mal gucken, was machst du denn so Hübsches? Oh, du hast hier noch so ein Vieh. Alles klar. Oh, 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 du hast selber Feuer. Alles klar. Hier hast du mal so einen Ohrenschwarm. Tschüss. Hat einfach mal hier diese Kurbel beschlagnahmt. Tja. Hier dazu. Oh, was öffnen wir jetzt hiermit? Die Tür anscheinend nicht. Geht zumindest nicht auf. Oh, jetzt. Wow. Da bin ich ehrlich, da wünsche ich mir, dass man das sofort sieht. Okay, oben gibt es anscheinend nichts. So, hier gibt es wieder Wandsprünge, ne? Genau. Hat man ja auch sehr selten irgendwie. Das hat man in den älteren Wäschung-Klängteilen auf jeden Fall öfter gehabt. Wow, das hat ja gerade überhaupt nicht funktioniert. Ist da noch irgendwas zu holen? Nein. Cool. So, dann schließen wir dich mal ein. Oh, Gelee, lecker! Jamsi! Oh wow, das war nicht auf dem Dingens. Oh, was haben wir denn hier? Du hast den Kistenbrecher 2000 erhalten. Er erhöht die Reichweite für die Bootaufnahme und lässt dich deinen Überkopfangriff einsetzen, um mit einem Spezialluftschlag Kisten aufzubrechen. Okay, das ist cool. Wollen wir gleich mal austesten. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nö. Knack. Oh yes. Aber leider ist die Reichweite etwas mickrig. Die wir gerade gesehen haben. Okay. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. So. Hier sind wir wieder. Let's go.
ein paar Kisten aufknacken. Wir checken gleich den Shop mal aus. Weil ich das hier aufgerissen habe. Alles klar, let's go. War da noch irgendwas? Nö. Gut. Zeit zum Shoppen. Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Schicksalsbombe, Schicksalsklingen. Pyrosprenger. Genau, das hier will ich haben. Aufgerüstet. Was macht das hier? Ultra heißer Brennstoffspritz, Einspritzer. Diese Aufrüstung bewirkt, dass in der Mündung der Waffe ein zusätzlicher Strahl ultra heißer Brennstoff zugeführt wird. Das führt dazu, dass der Feuerstrahl breiter wird und verschärft dir im Nahkampfgetümmel einen erheblichen Vorteil. Wird erledigt. Wir schauen uns das mal an. So, Alpha-Sprenger. Das, was ja generell schon so teuer ist. Getan. So, das nächste ist hier Antimaterie-Flux, Transfluxor. Der Antimaterie-Transfluxor setzt die Molekularstruktur jedes Ziels, das von der Waffe getroffen wird, dynamisch neu zusammen. Dadurch geht der Strahl direkt durch das Ziel hindurch und trifft weitere Feinde. Oh ja, das möchte ich haben. Wie teuer war das? 3000? 2000. Hey, ist ja gar nicht mehr so viel. Das ist gut. Das ist gut. Okay, dann checken wir mal noch da hinten mal jetzt schön aus. Wo haben wir hier? Hui! Ach, die Piraten sind auch schon hier. Ach, die sind erst in der Stadt. Na gut, ist okay. Soll mir nicht weiter stören. Uff, was war das jetzt? War das so eine Dingenskiste? Okay, du wirst mit den Nanokrams Platz gemacht. Oh, wow. Oh, schön, noch mehr Piraten. Cool. Nice. Weiß zwar nicht, ob mein Feuer jetzt das überhaupt was gebracht hat, aber ist okay. Ja, schön, dass ihr an Recycling denkt. Das ist immer sehr gut. So, ihr bekommt hier damit was zu tun. Na? Komm. Geht doch. Okay, cool. Ja, die Reichweite von dem Boxzerstörer ist wirklich ein bisschen mickrig. So, was sehe ich denn da drüben? Einmal nach oben, bitte. Ruvitron und eine Blaupause. Du hast noch einen Teil des Gadgetron-Holoplans entdeckt. Da bin ich ja wirklich gespannt, was daraus kommt. Gut, ich kann mir schon denken, was es sein wird. Ist ja meistens offensichtlich. Moin! Mehr Piraten, let's go! Oh Gott, jetzt kommt der noch. Ruvitron, let's go. Cool, cool, cool. Okay, jetzt haben wir hier... Haben wir hier zwei Wege? Nein. Oh, wow. Option, hier gibt es nichts weiter. Okay. Da oben? Das sieht interessant aus. Oh, wie kommen wir da hoch? Ich sehe da oben einen Gold Bolt. Das will ich unbedingt haben. Ist das wegtechnisch sowieso schon vorgegeben? Nein, da kommt man gar nicht dran. Okay, ich muss mal kurz gucken, wie wir da rankommen. Was muss ich tun? Was haben wir hier für Optionen?
Ah, gibt's da hinten einen geheimen Weg? Muss ja wohl. Also sprich ab hier irgendwie. Oder? Also laut Radar, wenn ich mir das so richtig anschaue, müsste es hier in diese Richtung einen Geheimweg geben. Okay. Beziehungsweise das hier scheint ein Rückweg zu sein. Und da oben. Okay, das heißt, wir müssen... Nee, wir müssen irgendwie da hochkommen. Geht ja sonst nicht anders. Schau mal kurz auf der anderen Seite von diesem Gebäude. Aber auch hier? Doch, hier. Ah. Sehr schön. Nice. Eine Rubitron. So muss das. Der Gegner. Sehr, sehr gut. Obwohl, ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht mehr zum Tanzen bringen müssen. Ein bisschen nah. So, her damit. Eins. Cool. Hat sich gelohnt. So, na dann. Wollen wir mal wieder zurück. Ja, manchmal lohnt sich das Umschauen. Oh, ich hab's auch geschafft, bevor komplett sich drehen konnte. Perfekt. Was haben wir hier noch? Cash, Bürosprengermunition, so gefällt mir das. Oh, jetzt heißt es gleich wieder ein bisschen Schiffchen fahren. Okay. Cool. Ich denke mal, ich kann die Waffe jetzt auch noch schon weiter aufrüsten. Besonders mein Alpha-Spalter. Kommt da nicht noch einer? Wow. So, hier ist definitiv ein Checkpoint. Stilpunkt. Während ich gerade in die Luft gesprengt werde. Und ein Waffen-Upgrade bekommen. Cool. Ich habe also jetzt nicht gesehen, um was es sich hier handelt. Werde ich wahrscheinlich im Schnitt sehen. Hoffe ich. Wenn das nicht zu knapp war. So, wo ist Alpha-Spalter? Hier. Das will ich auf jeden Fall haben. Damit bin ich schon mal zufrieden. Das Ding ist auf Dingen. So, mal gucken. Nanokram sie. Ja, ein bisschen mehr Munition hiervon wäre schon cool. So, 0 Grad. 0 Grad Kelvin Laserdioden. Ey, was? Diese Aufrüstung nützt die patentierte 0 Grad Kelvin Lasertechnologie von Grommelnet für den Ziellaser der Waffe. Feinde werden steif gefroren, wenn der Laser sie trifft. Also schon der Laser ist dann für die Waffe schon brutal. Auch nicht schlecht. So, Jägerwerfer. Da ist mehr Munition definitiv gut. Mehr Schaden wäre cool. Wird erledigt. Geschwindigkeit plus. Okay. Ja, es sind schon ein paar Waffen fertig. Nicht schlecht. So, ja, die Bombe. Klingen. Die könnten ruhig ein bisschen mehr Zickzack fliegen. Oh, ich habe keine Raritanium mehr. Okay. Ach ja, ich habe gar nicht nachgeschaut, was wir hier noch haben. Okay, die Messerklauen. Feinde aufschlitzen und dabei cool aussehen. Kein Problem mit diesen Laserklauen fürs Handgelenk. 125.000 ist schon eine gute Menge Geld. Und der Vermittler. Mach deine Gegner zu Kleinholz. Der Waffe ist der letzte Schrei in Sachen Brandstiftung mit Raketenantrieb. Okay. Aber ich würde sagen, das kaufe ich erst, wenn ich das nächste Mal ein Schildpanzerung-Gedingsel gekauft habe. Weil auch Panzerung wird immer teurer.
Das hier riecht auch schon förmlich nach einem Secret. Oh, hallo. Okay. Wow. Komplett platt. Uff. Nice. Ach, du schon wieder. Okay, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht so viel machen. Okay. So, Piratenschiff. Macht hier ein... auf Sonntagsfahrer. Auch nicht schlecht. Let's go, Piraten, ahoi. Da ist zum Schnetzeln. Ich bin fast tot, sehe ich gerade. Oh, wow. Sollte mal ein bisschen mehr aufpassen. Na komm. Ach komm. Dann eben das hier. War nicht irgendwas, dass der Laser nicht auch schon irgendwas tut? Und tschüss. Okay. Cool. So, gab's hier irgendwo einen Händler? Ich muss mich mal kurz heilen. Händler und heilen. Die Neuerung von diesem Game. Ein Händler, weil ansonsten der nächste Schuss, den werde ich nicht überleben. Da vorne. Haben sogar schon 95 Leben. Wann habe ich denn die zusammenbekommen? Das ging ja richtig schnell. Okay. Ich sehe gerade, unsere Episode neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Wie viel Weg haben wir noch vor uns? Oh, da geht noch einiges, ne? Okay, Jungs. Das Laufwachsgeheimnis ist irgendwo in dieser Stadt. Nehmt alles auseinander, bis ihr es findet. Und denkt dran, es ist nur Diebstahl, wenn jemand überlebt, der euch verraten kann. Oh, das ist mal eine interessante Äußerung. Stimmt das auch für die Realität? Na, wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Das wäre ja ein bisschen seltsam. Uff, ui, wo kommt ihr denn alle her? Da geht einer freiwillig baden. Uff. Okay, ich würde sagen, hier haben wir einen Safe Spot. Weicher Punkt, sehr cool. Wir beenden die heutige Episode. Ich danke wieder fürs Reinschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!